7-5, bitte zur Arena. Ich wiederhole es vielleicht auch noch mal lauter. Der Fahrer des Wagens, Friedenberg, CH175, bitte sofort zur Arena. Und währenddessen Münzenberg wird schon gekämpft. Schwarz-Grau gegen Schwarz-Weiß. Schön. Noch ein bisschen verhalten. Zwei liegen aber schon. Ja, man will sie natürlich nicht, keine Blöße geben. Hat Arma in leichte Führung, aber schon ausgeglichen. 3-3. 3-3. Was so Landwaffen ausrichten können. Na, das scheint sich jetzt ein bisschen mehr in eine Kuschelei zu verwandeln. Wobei zwei jetzt in die Horizontale gewechselt haben. Vier sind auf den Beinen, jetzt nochmal eine Aktion, leider nicht gelungen. Kurz mal am Helm gezogen. Ja, zwei können glaube ich nicht mehr. Dann versucht er natürlich den anderen zu helfen. Ja, aber dass er nicht mehr kann, kann er doch ganz. Ja. Ja, die Motivation, ne? Eigenen Leuten zu helfen. Aber die haben heute eine mehr als respektable Nummer abgeliefert hier. Jo. Richtig gut. Richtig gut, richtig gut. Das Debüt von Matt Arma, genau. Die kämpfen. Hier war er hin. Und 2-1. Unfassbar. Wir haben es schon wieder geschafft. Es band sich wieder eine kleine Sensation. 2 Matt Armas gegen ein Löwen. Das hätte ich jetzt nie so gewettet. Und der Wind noch kommt. So, da geht schon mal munter los. Die Löwen, die werden das jetzt nicht so stehen lassen. Die werden das jetzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird jetzt mit allen Bandagen gekämpft. Und ein Arma schon auf dem Boden. Jawohl. Löwen mit kleinem Vorsprung. 4-5. Schön abgefälscht. Sehr schön. Und dann sieht man ja, wozu so lange Waffen gut sein können. Fünf gegen drei. Nur noch 3 Ad Arma, 2 Ad Arma. Die Löwen machen jetzt kurz einen Prozess. Die sind sich sicher, die wollen das jetzt. Jungs, ja, immer noch. 4-2. Da stand noch einer. Richtig gesehen, aber nicht mehr lange. Genau, genauso hier. Und so ähnlich muss man sich damals auch die Kämpfe vorstellen, zumindest die zu Fuß, die so abgelaufen sind. Das Ringen war eigentlich die wichtigste Disziplin. Ist auch so überliefert, man sieht ja auch aus sehr vielen Darstellungen, wie die Ritter das Ringen gelernt haben. Das sieht man auch bei heutigen MMA-Kämpfern und so weiter. Im Nahkampf gibt es nichts Besseres als Ringen. Und bei so einer Rüstung kommt eine Waffe normalerweise auch nicht so einfach durch. Na,
Währenddessen schon mal zwei hingelegt. Drei stehen noch auch bei jeder Mannschaft. Also ist noch alles drin. 3 gegen 3. Machen die Löwen den Sack zu oder schafft Ab-Arba das nahezu Unmögliche? Es ist kräftezerrend, es ist kräftezerrend. Ein Kämpfer von Amarba wird abgekniet, somit haben Löwen einen kleinen Vorteil. 2 gegen 3. Jetzt 2 gegen 1. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir einen Sieger oder Unentschieden? Fallen beide oder fällt nur einer? Und sie haben ihn. Die Löwen haben gewonnen!